everyone, this is Eva, and this is my little student Nico, and we're going to play a couple of tunes for you, so enjoy and have fun. Now we're going to play Ode to Joy by Ludwig van Beethoven. Thank you.
zeigen wir euch, was passiert, wenn man anstatt ein E zu spielen, ein S spielt. Gefallen? Falls ja, dann schreibt unten eure Kommentare und wir freuen uns drauf. Bis dann, ihr Lieben!